Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Du bedeutest mir mehr als alles hier. Können wir das noch sagen, wenn alles zusammenbricht? Habe ich mich gerade so gefragt. Was bedeutet uns wirklich was im Leben? Was ist uns wirklich wichtig? Als ich vor einer Woche diese Predigt vorbereitet habe, da wusste ich noch nicht, dass unsere Region hier von so einer Naturkatastrophe heimgesucht wird. Es geht ja um das Thema Hochmut und so ein Ereignis zeigt uns doch sehr schmerzlich auf, dass wir leider nicht immer alles im Griff haben, dass uns die Dinge auch entgleiten können, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Und wenn man das so sieht im Fernsehen, auf den Bildern, wie Wassermassen einfach Häuser hinwegreißen, wie Autos unter Wasser stehen, im Schlamm versinken, dann sieht man schnell, dass man doch die Kontrolle verlieren kann eben und dass man nicht alles immer im Griff haben kann. Ich bin sehr, sehr froh über jede Kompetenz, die wir auch haben hier im Land, was die Rettungseinsätze anbelangt, all die Mühe und all, was aufgewendet wurde, um Menschen da auch zu helfen, da wieder rauszuholen aus dieser Situation. Menschen sind wirklich an ihre Grenzen gegangen und ich finde, das verdient auch Respekt und wir können dankbar dafür sein, dass es diese Menschen gibt. Ich habe irgendwie auch noch so gedacht, das beeindruckt mich eigentlich mehr. Das sind ja irgendwelche Menschen, die oft gar keiner kennt, die da wirklich ihr Bestes geben. Das beeindruckt mich mehr als zum Beispiel, wenn da jetzt ein Jeff Bezos ins All fliegt mit seinem eigenen Flugzeug da, mit seinem Raumschiff. Das beeindruckt mich eigentlich noch viel, viel mehr als dieser Mensch, der sich da jetzt irgendwie einen Namen machen möchte. Aber wir sehen auch, dass man bei allen Bemühungen eben nicht alles verhindern kann. Und dieser Glaube an die Machbarkeit der Dinge, dass der Mensch sich selber retten muss, dass der Mensch sein Leben komplett selber in die Hand nehmen muss, das möchte ich mal ein bisschen auf den Prüfstand stellen heute. Und ich glaube, wenn wir diese Bilder im Kopf haben, dann können wir das so ein bisschen immer mitbewegen auch, dass das doch auch etwas relativiert. Es soll auch in meiner Predigt übrigens um Rettung gehen. Auch da können uns diese Bilder ja jetzt sehr gut helfen. Wir schaffen das. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das sind alles solche Durchhalteparolen, die uns antreiben sollen, Probleme anzupacken, nicht einfach passiv zu sein, das Leben aktiv zu gestalten. Und ich bin auch der Überzeugung, dass dieser Gestaltungswille, dieser Wille, aktiv zu sein und diese Welt mitzugestalten, uns etwas Wesenseigenes ist. Also auch etwas, was uns als Menschen besonders auszeichnet, was uns ausmacht in unserem Menschsein. Auch im Sinne von einer Ebenbildlichkeit Gottes, wo wir uns auch von anderen Geschöpfen abheben hier. Und trotzdem, also es ist eigentlich was Gutes. Und trotzdem kann man immer wieder in Situationen geraten, die einem klar machen, dass man eben doch nicht alles schafft. Und dass bei aller Willensanstrengung doch nicht immer ein Weg da ist. Wenn zum Beispiel eine schwere Krankheit einen ereilt, da gibt es Situationen, da kann man kämpfen, wie man will und am Ende verliert man doch. Und deshalb möchte ich das heute auch so ein bisschen mal hinterfragen, diesen Glauben an die Menschheit. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft eigentlich sehr tief verankert ist. Dieser Glaube an sich selber, an sein eigenes Können, an seine eigenen Fähigkeiten, seinen Verstand, seine Vernunft. Etwas, das uns ja, in unserer Gesellschaft mitbestimmt. Und trotzdem, wir sehen ja auch nicht nur die aktuelle Situation, auch so ein Virus kann uns irgendwie ganz schön unter Kontrolle haben. Und da sieht man, ja, dass das ein Wunschdenken ist. Reines Wunschdenken, dass wir alles kontrollieren können, dass wir alles schaffen, dass wir unser Glück voll in der Hand haben und dass wir uns aus jedem Schlamassel selber befreien können. Das ist ein Irrglaube. Das ist eine Illusion, ein falsches Menschenbild. Als ich diese Predigt vorbereitete, da wusste ich auch noch nicht, dass ich
auf einem Campingplatz. Ich war, während das hier alles geschehen ist, gar nicht zu Hause, sondern ich war mit meinem Sohn auf einer Paddeltour und da war das Wasser und die Wassermassen relativ zahm noch. Wir konnten das also machen dort auf dem Campingplatz und da kam Jonathan irgendwann an mit so einem, ja, sag mal, etwas betagteren Herrn schon, aber der hielt sich doch noch für sehr, sehr jugendlich und er hat es tatsächlich geschafft, uns über eine Stunde lang nur von seinem Leben zu erzählen, was er alles Tolles schon gemacht hat, was er alles erreicht hat, wo er alles Tolles gewesen ist, wen er alles Tolles kennt. Bei manchen Personen habe ich gedacht, so, das wäre mir jetzt eher peinlich, aber irgendwie, ich glaube, wenn ich irgendwann der befreiende Handyanruf gekommen wäre und er dann irgendwie weg musste, der hätte uns den ganzen Abend noch die von sich selber erzählt. Er hat, glaube ich, irgendwie nicht mal nachgefragt, wer wir sind, was wir machen. Und ich fand das irgendwie so symptomatisch. Also es war ein extremer Fall jetzt vielleicht, aber irgendwie ist das ja auch so eine Art Gesellschaftskrankheit, habe ich dann so gedacht. Dieser Druck, etwas darstellen zu müssen, kennt ihr das? Dass man diesen Druck empfindet, man muss doch irgendwie was darstellen, man muss mithalten. Und an der Stelle möchte ich jetzt schon mal etwas sehr, sehr Wichtiges sagen. Ich glaube, liebe Gemeinde, dass wir etwas haben, was viel, viel besser ist als das. Wir haben einen Fund als Gemeinde, nämlich, dass wir, und das hoffe ich, dass das so ist, authentische Gemeinschaft bieten. Und wenn wir das verlieren, dann verlieren wir etwas Wesentliches. Ich hoffe, dass es bei uns so ist, dass man nichts darstellen muss, dass man nicht jemand sein muss, der sich irgendwie verstellen muss, damit andere ihn akzeptieren. Denn wir haben ein anderes Menschenbild. Was wir in erster Linie zu bieten haben, das sind auch nicht tolle Gottesdienstprogramme oder eine tolle Bühnenshow, auch da müssen wir zugeben, müssen wir relativ kleine Brötchen backen im Moment und wir können ganz bestimmt nicht mit all den Angeboten der Unterhaltungsindustrie mithalten. Also wer das sucht, sollte jetzt vielleicht lieber den Fernseher einschalten oder auf einen anderen YouTube-Kanal umschalten. Da gibt es sicherlich Menschen, die das noch sehr, sehr viel professioneller und besser machen, auch wenn ich dankbar bin darüber, was wir hier bieten können. Aber wir halten natürlich, wenn wir ehrlich sind, nicht da mit den großen Medienanstalten mit oder irgendwie sowas. Aber vielleicht suchst du ja auch keine Ablenkung oder Zerstreuung. Vielleicht suchst du ja was Echtes. Dann bist du richtig hier. Ich möchte mal einen Pfarrer aus Berlin, von dem ich ein Buch gelesen habe, kurz zitieren. Der schreibt, Alexander Gard heißt er, der Mensch des Westens im 21. Jahrhundert fühlt sich als Allgestalter seines Lebens. Das Ich wird zur letzten Instanz. Also diese Denkweise, alles hängt von uns ab, ist eine Denkweise, die uns spätestens seit dem sogenannten Zeitalter der Aufklärung sehr entscheidend mitprägt in unserer Gesellschaft. Einer der vielleicht bekanntesten Vertreter dieser Bewegung war Immanuel Kant. Der hat das folgendermaßen formuliert. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also das ist dieser Anspruch gewesen, dass man sich ohne Leitung eines anderen seines Verstandes bedienen muss. Also selber denken, Eigenständigkeit, freie Meinungsäußerung. Und das sind alles ja auch so Begriffe, da könnte man sagen, das sind die Errungenschaften der modernen Zivilgesellschaft. Und ich will das auch nicht nur kleinreden, wir dürfen das auch schätzen. Also letzten Endes hat Gott uns selbst diese Freiheit gegeben. Das sollten wir auch nicht vergessen. Er selbst hat uns in eine Welt gesetzt, in der wir schalten und walten dürfen, in der wir mitgestalten dürfen. Aber hier fängt auch das Problem an. Diese Tendenz des Menschen zu denken, er habe alles im Griff, ist eben schlichtweg unrealistisch. Realistisch wäre doch diese Einschätzung vielleicht eher in dieser Art und Weise. Wir schaffen einiges ganz gut, aber wir sind auch ganz schön gut da drin, einige Dinge zu versaubeuteln. Ich zitiere nochmal Alexander Gard. Mit der Entscheidungsfreiheit werden wir zu Designern unseres Lebens und damit auch zu dessen potenziellen Verpfuschern.
alles hängt von uns ab. Wenn man diese Denkweise hat, dann hängt auch das Scheitern von uns ab. Erfolg und Scheitern. Und wenn sich Menschen zu wichtig nehmen, dann nennt man das im traditionellen christlichen Sprachgebrauch eben Hochmut oder Stolz. Und der Stolz wird sogar als Ursünde bezeichnet, also als die Sünde, aus der alles andere kommt. Warum ist das eigentlich so? Weil Stolz im Grunde diese Aussage ist, ich komme schon alleine klar. Und Glaube und Religion ist dann eben störend. Das wird als einengend, als einschränkend empfunden. Man möchte sich eben nichts vorschreiben lassen. Und ich glaube, die Menschen ahnen auch, dass Glauben tatsächlich ja auch bedeutet, dass man vielleicht eigene, liebgewonnene Vorstellungen, Vorlieben, eigene Pläne aufgeben muss. Und das ist ja auch so. Da vertraut man doch lieber auf sich selbst. Das Problem ist übrigens so alt wie die Menschheit selbst, wie die folgende Urgeschichte beweist. Eine Geschichte, die ihr alle kennt, vom Turmbau zu Babel. Und da heißt es schon in 1. Mose 11, ganz am Anfang der Bibel, Verse 4 und 5, und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Als ich das gelesen habe, da fand ich schon alleine dieses Bild irgendwie so interessant oder so irrwitzig. Das, wenn man sich das mal so vorstellt, da sind die Menschen, ne, die bauen ihre Stadt, die bauen ihren Turm und sie gucken darauf und denken, wow, was haben wir Tolles geschafft. Was? Wir haben, können uns einen Namen machen, Wahnsinn. Und dann gucken sie darauf und dann heißt es, Gott steigt herab. Das ist doch fast so, als ob Gott von oben erstmal gucken muss, so seine Lupe nimmt und sagt, was treiben die da unten eigentlich? Gott hat es dann verhindert und die Begründung, warum er diesen Turmbau dann letztlich verhindert hat, ist folgende. Sonst würde ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Da habe ich mich gefragt, warum wollte Gott das nicht? Und ich glaube, weil ihm klar war, dass alles, was die Menschen selber anpacken, irgendwie doch auch in die Hose gehen kann. Guck mal, es ist doch so, wir erfinden Sachen, wir errichten beeindruckende Baulandschaften, haben wahnsinnige technische Errungenschaften und hintenrum machen wir die Umwelt kaputt, graben uns die eigenen Ressourcen ab und kriegen es auch nicht hin, die Güter gerecht zu verteilen auf der Welt. Mit jeder Lösung schaffen wir auch wieder neue Probleme. Oder salopp gesagt, was wir mit den Händen aufbauen, reißen wir mit dem Arsch wieder ein. Also, wir können da eigentlich ja, nicht so stolz auf uns sein. Wir sollten da realistischer sein. Dieser Geltungsdrang. Ich weiß nicht, ob dieser Geltungsdrang heute etwas ist, was Menschen mehr haben, aber es ist etwas, was auch sehr präsent ist heutzutage. Lässt sich nämlich sehr, sehr gut auch vermarkten, der Geltungsdrang, diese Neigung zur Selbstdarstellung. Eine ganze Mediensparte lebt ja letztlich auch davon, das Können der Menschen zu feiern und Talente darzustellen, irgendwelche Castingshows oder auch im Sport, ja, Fußball darzustellen, wie toll die Sportler begabt sind oder überhaupt so im Showgeschäft, davon lebt das ja eigentlich. Oder verrückterweise auch von dem Gegenteil eigentlich. Dieser Drang der Selbstdarstellung wird in manchen Sendungen regelrecht missbraucht, wo Menschen sich dann irgendwie zum Affen machen da oder irgendwie Dinge offenbaren aus ihrem Leben in Reality-Shows, peinliche Dinge tun oder sich eben vor eine Jury hinstellen und dann sich abservieren lassen und dann zur Lachnummer der Nation werden. Und alles, weil sie irgendwie diesen Geltungsdrang haben. Also was sind Menschen nicht alles bereit zu tun, um sich Anerkennung zu holen? Und das ist eine Anerkennung, die wir als Menschen offensichtlich auch brauchen. In den sozialen Medien potenziert sich das Ganze noch etwas. Hier kann ja jeder inzwischen sich selber inszenieren, sich selber produzieren, seine eigene Meinung verbreiten, gefragt oder ungefragt. Und viele sind da, glaube ich, die sich einfach da auch einen Namen machen wollen auf diesem Weg.
Das Problem ist, wenn man nur sich selber hat und andere Menschen, um sich selbst wertvoll zu fühlen, dann bleibt eben wenig anderes übrig, als sich das durch Leistung oder Selbstdarstellung eben zu holen. Menschen haben keinen Wert an sich. Das ist ein zweiter Gedanke, der auch tief verwurzelt ist in der heutigen Denkweise. Warum? Was haben wir in unserem eigenständigen Denken, unserem selbstständigen Denken, unabhängigen Denken festgestellt? Wir sind durch Zufall entstanden. Das ist auch so ein Denkstrang, der tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Ich möchte an dieser Stelle mal einen Evolutionsbiologen zitieren. Der heißt Richard Dawkins. Ich erkläre mal kurz, wer dieser Richard Dawkins ist. Er ist einer der Köpfe einer Bewegung, die sich Neue Atheisten nennen. Und die sind bekannt geworden dadurch, dass sie vor einigen Jahren so eine Buskampagne veranstaltet haben. In London haben sie Werbeflächen auf Bussen gemietet und dann groß solche Slogans, die dafür werben sollten, sozusagen atheistisch zu werden oder eben dem Glauben den Rücken zuzukehren. Zum Beispiel stand da sowas drauf wie: Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Nun denn, hör dir auf, Sorgen zu machen und genieße dein Leben. Ist natürlich auch ein großes Vorurteil, ne? Gott der Spaßverderber. Ich habe irgendwie so bei mir gedacht, der Slogan, da kann ich gar nicht dran anknüpfen, weil ich denke genau andersrum. Ne? Es gibt Gott, darum brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Und dafür haben die viel, viel Geld aufgebracht und haben da eine große Kampagne gestartet. Und er hat auch ein Buch geschrieben, hat sich also auch damit einen Namen gemacht. Und in diesem Buch schreibt dieser Evolutionsbiologe Folgendes: In einem Universum mit blinden physikalischen Kräften wird man weder Sinn und Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut und Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Und ich möchte irgendwie zurückfragen, wenn du dieser Meinung bist, warum nimmst du dich dann eigentlich so wahnsinnig wichtig, dass du da eine ganze Buskampagne starten musst, um alle Welt davon zu überzeugen, dass das jetzt die richtige Meinung ist? Und hier offenbart sich diese ganze Problematik auch des modernen Denkens. Da denken viele wahrscheinlich gar nicht so drüber nach, dass das eigentlich total widersprüchlich ist. Nämlich einerseits zu sagen, das eigene Denken wird zum Maßstab aller Erkenntnis. Und das andere ist, wir sind ein bloßes Zufallsprodukt. Das heißt, der heutige westliche Mensch muss eigentlich zwei Dinge gleichzeitig denken. Ich bin total unwichtig, also total unbedeutend, weil ja nur aus Zufall entstanden, ein Produkt des Zufalls. Und ich bin absolut wichtig. Und ich meine, das Ganze löst sich tatsächlich nur im Glauben auf. Denn ich glaube, nur im Glauben an einen persönlichen Gott, da wird das Ganze wieder ins richtige Licht gerückt. Warum ist das so? Überleg mal Folgendes: Liebe und Stolz, das geht nicht zusammen. Du kannst nicht in eine Liebesbeziehung hineingehen und sagen, ich brauche dich nicht, ich komme alleine klar. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Und es ist ja schon im Zwischenmenschlichen so, keiner findet arrogante Menschen sympathisch oder keiner mag Besserwisser. Das ist ja schon unter uns Menschen so. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was brauchen wir mehr? Selbstbestimmtheit oder Liebe? Hungert unsere Seele nicht vielleicht mehr nach dieser Freiheit, die sich dadurch ergibt, dass jemand zu mir steht? Und dafür brauche ich jemanden, der zu mir sagt, okay, ich nehme dich so, wie du bist. Erstmal ganz auf der menschlichen Ebene gedacht. Jemand, der mehr in dir sieht als deine Leistung. Und der mit deinen Fehlern, na sagen wir mal wenigstens, denen nicht allzu viel Gewicht gibt. Denn jeder Mensch macht Fehler. Der also gnädig damit umgeht. Und deshalb macht es auch Sinn, wenn in der Bibel steht,
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Du kannst in eine Liebesbeziehung nicht hineingehen und hochmütig sein. Also dieser Hochmut, dieser Einstellung zu sagen, ich brauche Gott nicht, das ist logischerweise wie eine Mauer. Es gibt keine Möglichkeit, bei Gott anzukommen, ohne diese Mauer fallen zu lassen. Das geht nicht, denn Gott ist Liebe. Und jeder, der sich für den Glauben an Jesus Christus entschieden hat, der hat ja zumindest mal an einem Punkt in seinem Leben irgendwo gesagt, ich brauche dich. Irgendwie, dass er nicht alleine klarkommt. Das ist das Gegenteil von Stolz. Das ist eben diese Demut. Und unser Glaube ist eben auch eine Rettungsgeschichte. Im Kern ist er ja eine Rettungsgeschichte. Und das ist genau der Gegenentwurf zu der Geschichte der Menschheit, die sich versucht, selber aus dem Schlamassel zu ziehen. Und die Gegengeschichte lautet so: Der, der alles perfekt gemacht hat, also wenn einer stolz auf sich sein könnte, dann wäre es doch Gott, was er alles geschaffen hat. So, und Gott lässt das alles hinter sich und er kommt auf diese Erde und er wird Mensch. Das ist doch mal eine Demütigung, oder? Das ist doch mal etwas, wo wir sehen, wie es genau andersrum laufen kann. Und warum macht Gott das? Ich denke, Liebe geht manchmal verrückte Wege. Das ist Liebe. Aus Liebe ist er gekommen. Und weil Liebe eben nicht hochmütig ist und Gott Liebe ist, hat Jesus das mit seinem ganzen Leben bezeugt. Und er gibt uns ja auch diese Gnade. Ich nehme dich so, wie du bist. Und Jesus sagt, ich lebe für dich, ich sterbe für dich, ich überwinde den Tod für dich. Alles, was du nicht kannst, das übernehme ich. Das ist die Botschaft. Jesus ist die rettende Hand Gottes, die ausgestreckt ist. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema. Da geht kein Hochmut. Wenn du in einer prekären Situation bist, wenn du im Baum hängst und nicht wieder runterkommst oder die Wassermassen und die Fluten steigen und du kommst nicht mehr weg, wenn du mit einem gebrochenen Bein irgendwo in der Pampa liegst oder verkeilt im Autowrack, da kannst du eben nicht mehr sagen, ich komme schon alleine klar. Da brauchst du Rettung, da musst du den Notruf absetzen. Und deshalb muss man allen Stolz ablegen, wenn man zu Gott kommen möchte. Ich möchte dem Stolz noch etwas entgegensetzen und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage, die Marc vorhin gestellt hat, darf ich denn jetzt gar nicht mehr stolz sein? Doch, ich glaube schon, man darf sich auch freuen über seine Erfolge und was man kann und wer man ist, aber das sollte gepaart sein mit Dankbarkeit. Das macht, denke ich, Glaube aus, dass wir dann eben, wenn wir was schaffen, wenn wir irgendwie Erfolg haben, dass wir dann nicht einfach sagen, wow, schau mich an, was ich kann, sondern der Glaube sagt dann, danke. Danke, dass du mich so gemacht hast. Danke, Gott, dass du mich so wunderbar gemacht hast, weil wir wissen, dass alles, was wir sind und alles, was wir haben, als ein Geschenk, das haben wir von ihm bekommen. Das ist nicht unser eigenes. Unser Leben ist ein Geschenk und deshalb ist Dankbarkeit an der Stelle angesagt. Also Freude und in dem Sinne Stolz, denke ich, ja, man darf auch stolz sein, wenn man etwas geschafft hat, aber immer auch den Blick nach oben dabei, die Dankbarkeit damit einbeziehen. Und das Gute ist ja, wenn man etwas nicht geschafft hat, dann guckt der Glaube eben auch nicht auf das eigene Versagen, sondern auch da sagt der Glaube Danke. Nämlich Danke, dass es nicht auf mich ankommt. Als Jesus seine Rettungsmission hier auf der Erde durchgeführt hat, hat er übrigens noch etwas getan, was ich auch ziemlich verrückt finde. Er hat das ganze Projekt an andere übergeben. Also an normale Menschen. Er hat ja 3 Jahre lang sein Leben in die Jünger investiert, von denen wir wissen, dass sie sehr, sehr normal waren. Und letzten Endes sollten sie dann den Auftrag, seine Mission übernehmen. Das ist doch eigentlich verrückt. Ich habe gedacht, das hätte er doch sicher alleine viel, viel besser gekonnt. Wäre doch einfach geblieben, dann hätte er dieses Risiko nicht eingehen müssen. Aber er hat sich auch hier für Demut entschieden.
Also nicht so nach dem Motto, ne, ach komm, ich mach das schon und ne, ihr könnt das nicht, sondern nein, er hat eben zu seinen Jüngern das gesagt, jetzt seid ihr mal dran, jetzt macht ihr mir das nach. Ich lese gerade ein interessantes Buch zu diesem Thema. Das Buch heißt Hero Maker, auf Deutsch übersetzt Heldenmacher. Und jetzt stellt euch mal vor, was der Autor da tatsächlich sagt, dass wir es genauso machen sollen wie Jesus. Das ist eine Herausforderung, oder? Nämlich andere zu fördern und zu bevollmächtigen, also nicht uns selbst als Helden erscheinen zu lassen, nicht uns selber darzustellen, groß zu machen, sondern andere zu Helden zu machen, zu gucken, was sehe ich in den anderen und was kann ich fördern. Das ist ja auch ein ganzes Stück Selbstaufgabe. Übrigens, angeblich soll das die Welt verändern, diese Jüngerschaft. Und dann, wenn man darüber nachdenkt, da habe ich schon so gemerkt, der Stolz meldet sich auch so ein bisschen. Ne? So diese Frage, naja, wenn ich das ernst nehme, was ist denn, wenn ich nicht zu meinem Recht komme? Andererseits wissen wir natürlich auch um diese Worte von Jesus, die er seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat und die uns ja heute auch gelten. Ich lese mal eine Stelle vor. Markus 10, 42 bis 44. Dem vorausgegangen ist eine Situation, wo sich da zwei der Jünger auch, sage ich mal, ihr Recht verschaffen wollten. Nämlich hatten sie diese Idee, dass sie Jesus darum bitten konnten, ihnen Plätze zu reservieren im Himmel, direkt neben ihm. Hoher Anspruch. Und dann sagt Jesus Folgendes. Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Liebe Gemeinde, wir dürfen in einer von Stolz befreiten Gemeinschaft leben. Und ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist das große Fund, was wir haben. Ich hoffe, dass es so ist. Und das ist etwas, was wir bewahren sollten, worauf wir achten sollten, dass das bei uns so bleibt. Wo es nicht darum geht, in unserer Gemeinschaft sich eben selber darzustellen, sich groß rauszubringen. Wir dürfen Teil einer Gemeinschaft sein, in der man nicht um sein Recht kämpfen muss. Dass man so dieses Gefühl hat, ich komme zu kurz. Wo man sich nicht um Anerkennung bemühen muss. Das ist doch der Kern unseres Glaubens. Wir müssen uns nicht um Anerkennung bemühen. Und das sollte sich bei uns widerspiegeln. Und ich glaube, das tut es auch. Aber wir müssen wirklich auch gucken, dass wir das bewahren. Wisst ihr, ich habe schon öfter erlebt, das finde ich ganz interessant, dass ich irgendwo in der Welt war, sei es in Amerika oder auch irgendwie in Osteuropa, und dort habe ich Christen besucht und da getroffen. Und was ich immer sehr spannend finde, ist, dass man sofort so eine Grundlage hat, miteinander zu reden. Und ich habe oft dieses Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt nicht verstellen oder so. Ich kann einfach mal so sein, wie ich bin. Man versteht sich. Und das finde ich was sehr, sehr Spezielles. Ich weiß, dass es auch im christlichen Bereich Auswüchse gibt in eine andere Richtung, wo auch da so Selbstdarstellung eine Rolle spielt und so weiter und es nicht so authentisch abläuft. Aber ich habe das auch kennengelernt und schätzen gelernt, dass das etwas ist, was ein Merkmal ist der christlichen Gemeinschaft. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall erhalten sollten, pflegen sollten. Und das ist auch etwas, was wir teilen können in einer Welt, die das leider so oft gar nicht kennt. Ich habe oft so das Gefühl, viele Leute, ja, die wissen immer genau, die richtigen Sprüche rauszuhauen an der richtigen Stelle, um sich bloß nicht irgendwie selber verletzlich zu machen oder ja, irgendwie so in die Tiefe zu gehen, sondern das bleibt alles so an der Oberfläche. Und das ist das, was wir, glaube ich, zu bieten haben, dass das bei uns nicht so sein muss, dass man bei uns einfach mal ganz ehrlich sein kann, nichts darstellen müsst. Und ich glaube, dass es eigentlich ein tiefes Bedürfnis ist der Menschen, dass wir dem wir hier begegnen können. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir,
dass wir vor dir eben nichts darstellen müssen, dass wir nicht irgendwie Leistung erbringen müssen, damit wir bei dir ankommen, dass wir nicht uns irgendwie groß machen müssen, sondern wir können zu dir kommen, wie wir sind. Und ich bete, Herr, dass du dieses Bewusstsein tief in uns hineinpflanzt, Herr, dass wir daraus leben können, jeden Tag. Und dass das auch bestimmend ist für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft im Alltag. Dieses Bewusstsein, wir sind so angenommen, wie wir sind. Wir brauchen nichts darzustellen. Danke, Herr, dass wir ja all die Segnungen von dir aus deiner Hand nehmen dürfen. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, was wir erreichen, können wir in Dankbarkeit auch genießen. Und deshalb möchte ich dir einfach Danke sagen, dass du dir das Leben ausgedacht hast. Danke sagen, dass du diese Rettungsmission auch initiiert hast. Danke, dass wir wissen können, durch Jesus sind wir angenommen, durch Jesus sind wir gerettet und wir haben Hilfe. Und du bist größer. Du bist größer als alles das, was wir hier auf dieser Welt je haben können. Amen. Größer, das ist der Titel auch des nächsten Liedes. Da geht es genau darum, dass eben Gott viel größer noch ist als die Dinge, die wir so erreicht haben oder können oder haben.